Moin Moin YouTube, was geht ab? Jetzt gibt es auch mal wieder ein bisschen Content, falls ihr euch gefragt habt, warum es so ruhig geworden ist. Es wird aber wieder was kommen, das kann ich vorweg sagen. Und der Grund, warum es so ruhig geworden ist, könnt ihr bei Twitter nachvollziehen. Für YouTube haben wir jetzt erstmal hier uns die Welt von dem guten TDW geschnappt, weil es wurde ein allgemeiner Konsens im Stream klar und das war Xeno, wie farm ich Erze? Bei den Erzen geht es einfach mal ganz genau nur darum, ihr wollt am Tag immer das Cap erreichen, was ihr beim Schmied herstellen könnt. Und dafür geht ihr immer zu dem Schmied. Das ist der zum Beispiel hier in Mondstadt. Der ist einfach schnell zu erreichen. Und geht halt zu dem und craftet eure Erze. So, dafür braucht ihr natürlich welche. Und die wichtigsten Erze für euch werden halt die Kristallbrocken sowie die weißen Erze sein. Und jetzt geht es darum, wo könnt ihr die am Tag gut jeden Tag finden. Dafür habt ihr in den verschiedenen Gebieten verschiedene NPCs, die euch damit helfen. In Mondstadt gibt es 4, in Liyue gibt es 4. Der erste NPC wäre hier der jeweilige Schmied in der Stadt selber, ne? Mondstadt Area und in Liyue der Schmied an seinem Schmiedespot. Dann haben wir einmal hier einen NPC in Liyue, der euch sagt, wo Erze wären. Dann habt ihr nochmal hier oben bei den Minen einen NPC, der euch sagt, wo Erze wären. Und ihr habt hier an der kleinen Hütte im Quingjung, Bot Evertal, einen NPC in Liyue, der euch sagt, da sind ein paar Erze. In Quelling habt ihr dann wiederum für den Bereich Mondstadt, neben dem Schmied, hier den guten Graf NPC, der euch sagt, wo ein paar Erze sind. Dann habt ihr hier drüben beim Tempel der 1000 Winde im oberen linken Bereich einen NPC, der euch sagt, wo Erze sind, wenn ich mich gerade nicht täusche. Zusätzlich habt ihr auch nochmal hier drüben bei der Glanzkronschlucht einen NPC, der euch sagt, wo ein paar Erze sind. Grundlegend braucht ihr die aber nicht, denn mit ein paar Markierungen auf eurer Karte geht das alles relativ easy peasy. Und deswegen laufen wir das jetzt einfach mal alles ab und dann könnt ihr euch die wichtigsten Markierungen von mir aus diesem Video einfach auf euer Spiel übertragen. So, deswegen gehen wir jetzt mal hoch nach Mondstadt, denn das geht relativ schnell. So, der nächste Spot wäre beim Windbling Cup. Sprich, ihr spawnt erst hier, geht hier rüber zu dem Erz, macht euch da eure Markierung. Und die nächste Markierung hier südwestlich vom W beim Windbling Cup. Supportet euch hier hoch. Und seid direkt an eurem Erzvorkommen. Es ist auch zu empfehlen, das im Multiplayer zu machen, weil ihr könnt niemanden die Erze weglooten. Wenn jeder in Range der Erze ist, deswegen warte ich jetzt auch zum Beispiel immer im Multiplayer. Jetzt ist er in Range. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Muss man eine E gedrückt halten, aber da fallen wir noch einen zweiten Jongleader. Wenn man in Range ist, dann kann man halt auch alle Erze gemeinsam looten. Jeder für sich. So, wir gehen zum nächsten Spot. Der wäre jetzt hier bei dem Tal des Gedenkens und direkt dahinter ist ein super Erzspot, der auch fast täglich respawnt. Aber ansonsten ist zu empfehlen, alle 3 Tage. Spätestens dann sind alle eure Kristalle halt wieder da. Ne, also, dann hat man schon eine ordentliche Ausbeute. Nochmal für alle für die Karte, ne, da wo ich gerade bin, hier beim Tal des Gedenkens. Da einmal eine Erzhacke hin auf die Minimap. Und zum nächsten, das wäre jetzt hier in der Nähe vom Wolf. Da haben wir eine kleine Besonderheit, das vergessen die meisten, ist mir mal aufgefallen, wenn wir jetzt straight nach vorne laufen. Und da drüben sind nämlich jetzt auch nochmal 2 Kristallerze, die die meisten Leute halt nicht mitnehmen. Und da würde ich mal sagen, warum nicht? Und jetzt können wir nach da drüben gehen, wo auch die Markierung auf der Karte sitzt. Und schnappen uns dieses Vorkommen. Zum Erzefarmen ist beispielsweise Zhongli meiner Meinung nach ungeschlagen. Ihr könnt auch einen Ningguang mitnehmen. Ningguang markiert euch Erzvorkommen auf der Karte. Gerade wenn ihr noch nicht so affin seid mit den ganzen Routen und ihr habt einen Ningguang, nehmt euren Ningguang mal einfach mit. Und ansonsten geht natürlich auch ein Razor mit einer gedrückten E, also E halten und mit Razor den Smash auf den Boden machen, haut die meisten Erze sofort kaputt. So, und danach läuft man einfach hier straight hoch. Nehmt die beiden hier mit, das sind dann weiße Erzvorkommen. Dann können wir hier oben einmal in die Ecke, nehmen die hier mit. Dann gehen wir nach dem Wolf, also dem Weg entlang. Und dahinter dem Baum sehen wir direkt wieder ein weiteres Erzvorkommen. Jetzt hätte ich hier zum Beispiel auch nochmal eine Erzmarkierung. Okay, das haben wir. Dann können wir direkt zum nächsten, das wäre hier gegenüber. Da haben wir hier oben 2-mal weißes Erz. Gleich danach gehen wir hier hoch. Erstmal machen wir die. Dann haben wir nochmal weißes Erz hier unten auf der rechten. Und danach geht's hier hoch.
Hinter dem großen Helichirm müsste eigentlich was sein. Kann aber auch gut sein, weil das Gebiet hier übersättigt ist, dass da jetzt nichts ist. Aber doch, at least eins. Dann nach oben. At least eins ist nochmal hier vorne. So, theoretisch gesehen kann man sich jetzt auch hier hin porten. Aber wenn man eh da oben steht, kann man auch eigentlich runterspringen, weil es macht jetzt die Gans auch nicht fett. Und dann fliegen wir einfach straight hier nach vorne hin, denn da haben wir ein riesiges Vorkommen an weißen Erzen. Noch ein paar mehr hinten links beim Ruinwächter, aber die lohnen sich nicht. Wir haben auch noch vermehrt Kristallerze um Dwalin rum, aber da gibt es auch keine schöne Farmroute, deswegen können wir darauf auch scheißen. Nochmal für alle hier vorne die Markierung bei der Glanzkronschlucht. So, hier haben wir alles, dann können wir hier hoch. So, alle in Range. Die nehmen wir mit. Ups, mein Lampenkraut. Nehmen wir mal nicht mit. Danach können wir hier rüber zu dem Vorkommen. Und das sind die Luftjagden. Okay, das haben wir. Jetzt sind wir eigentlich fast mit Mondstadt durch. Wir haben nur noch einen einzigen Spot hier unten. Auf dem Weg zu Dwalins Ruine. Da gehen wir auch nochmal hin. Das war dann hier. So, dann lauft ihr einfach nur straight hier nach vorne und jetzt seht ihr schon die Erze. Jetzt geht mal nach Liyue, wir sind durch mit Mondstadt und können jetzt hier hochklettern. Jetzt habt ihr eine neue Markierung, könnt ihr euch einmal hier hinsetzen. Und wenn wir mal gucken, was dahinter ist, sehen wir hier unten ein paar Vorkommen. Und da drüben an dem Wasserfall auch nochmal zwei Vorkommen. So, und zum nächsten Spot. Okay, das haben wir. Dann können wir uns hier wegbewegen und einmal hier drüben rüber. Und der nächste Erzspot, den wir ablaufen wollen, wäre demnach hier drüben beim Diwamor. Da haben wir nämlich ein weißes Erzspawn. Der ist sogar ziemlich geil. So, jetzt sind wir beim Diwamor angekommen. Machen wir eben die ganzen Mobs hier platt. So, jetzt haben wir hier überall weißes Erz und können jetzt zum nächsten Spot direkt wieder gehen. Und das wäre jetzt hier drüben beim Aosangberg. Da habt ihr direkt unter dem ohne Markierung. Jetzt könnte man natürlich denken, man meint obenrum. Ja, obenrum ist auch geil, weil ihr obenrum ganz viele Erze abfarmen könnt, wie weißes Erz. Aber das Erz interessiert mich jetzt nicht für die Bohne. Also lauft einfach mal obenrum, da werdet ihr schon eine ganze Menge finden. Ich nehme meistens nur diese zwei hier unter mir direkt mit. Zum nächsten Spot. Und siehe da, wir haben einen richtig geilen Spot, wo wir Kristallerze kriegen und Korlapis. Alle drei Tage. Ja, Kristallerze an sich respawn alle drei Tage. Okay, wir haben alles. Dann gehen wir jetzt zum Berg gegenüber, zum Teleporter. Jetzt habt ihr diesen tollen Berg hier nordwestlich vom Jerncast, also den Qing Jing-Gipfel. Und wenn ihr hier nochmal hingeht, habt ihr direkt halt unter euch ein Erz bekommen. Und jetzt wird es hier nämlich eigentlich ganz cool, weil hier gibt es sau viele Vorkommen. Eigentlich ist der ganze Berg voll, deswegen finde ich ihn noch cooler als Dwalin. Und die Markierungen, die hier bei mir auf der Karte sitzen, dienen halt immer so ein bisschen als Stütze, könnte man sagen. So, jetzt kann man einmal nach links. Jetzt kann man ein bisschen umgucken. Diese beiden Steingebilde da zum Beispiel sind meistens auch voll mit Erzen. In unserem Fall leider gerade nicht. Unter uns haben wir dann das nächste. Hier ist direkt dann der nächste. Vor uns wieder einer. Und dann wieder hoch. So, wie gesagt, normalerweise könnte man jetzt hier hochgehen. Da ist jetzt bei ihm kein Spawn. Das würde ich an eurer Stelle immer mal abchecken, den Spot. Und wenn da nichts ist, dann geht ihr wie wir einfach straight hier lang. Und zu den nächsten. Darüber. Einmal an dem Mob vorbei. Da ist nochmal eine Truhe. Cool. Dann nach oben. Und ich glaube, das war's. Wenn ich mich nicht täusche. Okay.
Dann kann man hier vorne runter. Und hier drüben müssten jetzt direkt die nächsten Vorkommen sein. Ja, nochmal für alle die Markierung. Und dann könnt ihr nochmal hier vorne nach links gehen. Das ist also bei der NPC, von dem ich euch erzählt habe, der euch die Markierung auch noch gibt. Okay, hier haben wir jetzt eine Markierung. Und dann können wir uns die letzten auch noch holen. Und davon haben wir nochmal 3 Spawns. Und 2 davon sind da vorne rechts an der Hängebrücke. Okay. Hier vorne sind unsere Vorkommen. Da. Und jetzt können wir einmal straight rüber. Und da drüben ist das letzte. Normalerweise nimmt man das hier wiederum mit, weil man hier die Artefakte abfarmt. Aber wir sehen ja auch ganz gut, dass zum Beispiel TDW keine Artefakte farmt. Zumindest heute noch nicht farm gewesen ist. Okay, jetzt haben wir die Vorkommen vom Berg geholt. Der nächste wäre direkt straight hier drüben am Fuji-Hang. Hier habt ihr 2 Spawns, beziehungsweise eigentlich 3 Spawns, die interessant sind. 2 wären hier und einer ist hier, der aber auch ein bisschen verteilt ist. Okay. Einmal hier vorne hinter dem Baum haben wir ein Vorkommen. Hinten straight rechts, 1 einzeln und nochmal 2 auf einem Fleck. Das sind 4 Kristallvorkommen, also bis zu 8-9 Erze. So oder so lohnt sich das. Und wie gesagt, 3 Tage für Kristalle. Und wir waren bisher auch noch nicht in Liyue bei den Spawns, wo täglich respawnen. Beziehungsweise einer davon war einer davon, aber da war halt nicht. Jetzt müssen wir zu den Spawns. Und einmal hier rauf. Mal gucken, ob ich es aufs Anhieb finde, weil manchmal finde ich den Spot nicht direkt. Aber doch, hier ist er. Perfekt. Ne, da ist auch eine Lux-Chest drin. Nicht alle von euch haben die. Er zum Beispiel hat sie nicht. Nice. Wir haben eine Lux-Chest für ihn gefunden, Leute. Gern geschehen. Und natürlich haben wir nochmal 3 Vorkommen. Ach, er kennt die schon. Ach, schade, Mann. So, dann können wir einmal hier raus. Und können hier hinten runter. Und schon sind wir beim nächsten Vorkommen. Und das ist auch eins der Vorkommen, die markiert werden auf der Karte. Nenne mal für alle die Markierung beim Kuji-Hang. Okay, wir gehen zum nächsten Spot. Der wäre hier drüben auf dem Berg. Ist nicht unbedingt mega wichtig, den mitzunehmen. Aber ich finde, man kann das machen, wenn man gerade eh Bock hat. Okay. Kontabi hat alles kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass TDW die noch kriegt, weil er zu weit weg ist. Er ist zu weit oben. Nicht mein Pech. Ich gehe mal weiter. So, danach können wir zu dem Spot. Den habe ich mir auch nicht markiert. Ich markiere den mal für euch. Da könnt ihr dann hingehen und euch da wiederum eine Erzmarkierung setzen. Ist halt schon ganz angenehm, den mitzunehmen. Dann seht ihr schon den ganzen tollen Spot. Der ist nämlich schön voll. Prall gefüllt und mit ein paar Geokulos-Schleimen. Nicht so geil, aber ist okay. Okay, haben wir mitgenommen. Hier habt ihr nochmal Nachtjade zur Linken. Ein Erz hier, ein Erz dort. Also nochmal 2 Erze, nicht vergessen, mitnehmen. Mitgenommen. Von hier aus können wir dann direkt einmal nach links rüber. Hier haben wir 2 Vorkommen, größere Vorkommen. Also unbedingt mitnehmen. Das sind 2 Stück, Leute. So, wir haben den nächsten Spot. Ich gehe mal hier unten hin, dann decken wir alles ab. Er ist closed. Wir sprengen. Jetzt können wir rausgehen. Wenn ihr rausgeklettert seid, könnt ihr direkt vor euch hier drüben an dem Hang einmal Violet Grass mitnehmen und halt das Vorkommen. Das ist sogar leider ein bisschen mau im Vergleich zu dem, was es sein kann. Aber wie gesagt, hier ist halt auch nochmal ein Vorkommen. Haben wir. Nach den beiden Vorkommen könnt ihr erstmal zum Tiangberg rüber. Hinter Liyue der Berg. Und hier haben wir auch 2 größere Vorkommen. Eins, das wir straight vor uns sehen und eins, was straight unter uns ist. Okay, wenn ihr den Spot habt, dann geht ihr einmal hier runter. So. Jetzt gucken wir mal, wo die Markierung genau ist. Die ist nämlich genau vor mir. Und dann hier auf der linken Seite.
Und da ist eine Höhle mit einem Abgrundmagier. Viele von euch kennen die Höhle einfach vom Daily Farm. Vielleicht könnt ihr das auch noch in euren Daily Erze Run mit einbauen. Ja, hier haben wir einen Abgrundmagier drin, mit ein bisschen Nachtjade und allerlei anderen geilen Scheiß. Dann, wenn ihr rauskommt, müsst ihr euch nicht wegporten. Ihr könnt einfach hier mal an der links am Rand vorbeilaufen. Und geht hier rüber. Und haltet euch einfach nur stumpf recht. Hier haben wir Kolapis. Wir haben Kristallerze, wir haben weißes Erz und wir haben hier hinten leider kein mystisches, weil der Spawn woanders ist. Wenn ihr den gelootet habt, dann geht ihr einfach rüber zum nächsten Portpunkt und könnt einmal schräg runterfliegen. Da habt ihr direkt den nächsten Spot. Und so kann man sich halt systematisch von oben nach unten in Leo erarbeiten. Hier vor uns haben wir drei Kristallspawns. Hier drüben, der ganze Sektor ist voll mit weißem Erz. Unbedingt einmal darüber laufen. Und looten. Wir gehen da auch gleich nochmal ganz kurz hin, dass ihr es gesehen habt. Das nehmen wir mit. So, wenn ihr das gemacht habt, und moin Capo, könnt ihr einmal hier rüber. Und dann sind wir auch schon direkt bei dem Erzvorkommen von dem ganzen weißen Erz. Das ist genau genommen hier. Hier könnt ihr auch nebenbei super Monstermaterialien farmen. Hier unten habt ihr noch ein kleines Erz, vergesst das nicht. Und hinter dem Berg da hinten habt ihr eigentlich auch nochmal was. Und das kann wiederum, diese Dinger kann nur der Weltleiter looten. Also für demjenigen, den die Welt gehört, der sollte das alles mitnehmen. Wenn wir hier alles haben, können wir uns wegporten. Der Spot ist wirklich mega geil. Und dann gehen wir hier hinten hin. Hier haben wir nämlich nochmal zwei Spots, die wir erreichen können. Der eine Spot ist quasi direkt hier unter uns. Und der andere ist drüben beim Tümpel. Wir gehen aber erstmal nach links. Und dann hier rechts rein. Hier können beispielsweise mystische und noch mehr Kristallerze sein. In dem Fall ist das eher eine Mauerausbeute, aber ist okay. Und den haben wir. Wir porten uns wieder zurück und gehen nochmal in die Höhle unter uns rein, wo wir halt erstmal nach rechts gehen müssen. Und da ist wieder ein tolles Vorkommen. Direkt vor eurer Nase. Quasi. Okay, das haben wir. Dann können wir weiter. Wir haben den ganzen Part abgefrühstückt. Wir haben den Part abgefrühstückt. Hier kenne ich keine guten Spots. Das heißt, wir können jetzt zu dem letzten Inselbereich gehen, wo wir auch noch was haben. Und eigentlich habt ihr hier nur drei Markierungen, die für euch interessant sind. Und die erste Markierung wäre hier vorne. Und dieses Vorkommen. So, nehmen wir alles mit. Okay, haben wir. Jetzt portet ihr euch straight runter und lauft dann einmal an der unteren Küste entlang. Und dann seid ihr auch schon wieder durch. Also, wir gehen nach vorne. Wir haben hier einmal straight vor uns den ersten Spawn. Ist auch markiert auf der Karte. Haben wir. Dann können wir nach vorne gehen und biegen hier einfach nur nach links ab. Und et voilà. Easy. Und dann, wenn ihr hiermit durch seid, geht ihr noch auf die Insel. Und das ist der letzte Spot. Ihr markiert euch auch nochmal. Und dann habt ihr eure ganze Route für Mondstadt plus Leora. Okay, das haben wir. Kolapis und Co. Das kann halt nur derjenige looten, dem halt die Welt gehört. Vergesst das nicht. Und das wäre eigentlich dann auch schon alles gewesen. Wir haben unsere Route für Kristallerze jetzt von Mondstadt aus ausgedehnt bis hin runter nach Liyue. Wir sind komplett einmal alles abgelaufen. Angefangen bei den Spawns, runtergegangen zu dem Spawn. Hier beim Wolf einmal die Spawns abgelaufen. Dann rüber geportet und den Part abgelaufen bis hier oben hin. Auf der anderen Seite rüber geflogen, von hier oben runter geflogen, den Spot mitgenommen. Rüber geklettert, den Bereich mitgenommen, dann halt wiederum zum Weingut Morgenröte geportet, hier hochgelaufen, den ganzen Weg abgelaufen, auf der anderen Seite dann in Liyue beim Quingjidorf rüberlaufen bis zum Wasserfall, die Stelle mitnehmen, unten am Wasserfall die zwei Spots mitnehmen, rüberporten zum Diwa-Moor, rüberlaufen zu der Insel, unten das ganze weiße Erz mitnehmen, dann rüber zum Arsangberg, runter. Oder vielleicht nochmal außenrum, falls ihr Bock habt, das weiße Erz mitnehmen. Gerade auf der Stelle ist eine ganze Menge.
und dann halt runterdroppen in die Höhle, Kristallerze mitnehmen, rübergehen zum Qingjing-Port, das ist dann der Teleport hier, und halt einmal außenrum den ganzen Part mitnehmen und halt unten Richtung NPC an den Wasserfällen mitnehmen, rüberlaufen, die Stelle mitnehmen, rüberfliegen und gegebenenfalls hier drüben nochmal einen Spot mitnehmen. Dann könnt ihr einmal zu dem Porter rüberfliegen und die zwei Erze mitnehmen, die unten in der Kuhle waren. Oder halt auch dann am Fuji-Hang habt ihr halt hier einzelne Spots. Bisschen hier drüben in dem Berg, in der Höhle habt ihr einen Spot und halt hier vorne nochmal den Spot. Der wichtigste Spot dann hier drüben waren hier runterfliegen in die Höhle. Hier die zwei Spots, die unten und gegenüber sind. Hier in der Höhle, einmal außerhalb, hier hin porten. Hier unten der Spawn, rüberlaufen, die ganzen weißen Erze mitnehmen. Dann, was quasseln die eigentlich im Hintergrund hier so viel? Junge Leute hier, was ist denn hier los? Ich geh mal rein, wo es ruhiger ist. Dann einmal hier drüben die weißen Erze holen. Dann könnt ihr euch nochmal hier hinporten, runterspringen, in die kleine Höhle gehen, wo auf der linken Seite ein Abgrundmagier ist. Dann rausgehen, rüberlaufen, rechts halten, in die Höhle gehen. Kolapis plus Kristall plus weißes Erz. Dann hier drüben von dem Portpunkt rüberfliegen zum Tümpel, in die kleine Höhle gehen. Da habt ihr dann Nachtjade und Kristallerze plus magisches Erz oder wie das mystisches Erz. Dann wieder zurückporten, in die Höhle gehen, wo der Schuldeneintreiber ist, die Kristallerze plus weißen Erze mitnehmen. So, da seid ihr mit dem Festland von Liyue fertig. Und dann könnt ihr hier drüben, wie gesagt, nochmal die vier Spots mitnehmen. Oberer Port, kurz an den Insel, hier den Teil holen, runterporten und einmal links an der Küste entlang. Das war alles zu Liyue. Und am Ende habt ihr halt ein volles Inventar. Und wenn ihr das zum Beispiel mit mehreren Leuten macht, dann könnt ihr das viermal hintereinander machen in vier verschiedenen Welten jeden dritten Tag. So habt ihr den maximalen Output und kein Waste of Time. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch, eure Probleme mit den Erzen in den Griff zu kriegen. Auf jeden Fall habt ihr so keine Probleme, wenn ihr euch was schmieden wollt täglich. Wie gesagt, 30 von den Gems könnt ihr schmieden. Viel Spaß dabei, wenn ihr das machen wollt. Wir sehen uns auf Twitch. Ihr seht, könnt dann auch gerne Teil dieses Chats werden, wie ihr hier im Stream immer seht. Oder halt wie TDW nervig in einem YouTube-Video von mir herhüpfen. In dem Sinne, ich hoffe, ich sehe euch bald bei mir in der Community. Wenn ihr Fragen, Anregungen zu dem Video habt, ab in die Kommentarbox. Und wenn es euch gefallen hat, dann verdammt nochmal liken, abonnieren, euren Freunden erzählen und kommentieren. So oder so, ich bin euer Xeno und viel Spaß.